Es ist Mittwochabend, 18.05 Uhr. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Ollis Abendshow. Hier die Themen im Überblick. Ordentlich was auf der Pfanne. Werner Kropp ist der Chefkoch des Restaurants Le Journal in Oldenburg und ist auch bekannt durch Werners Kochschule, die er seit Jahren am Heiligen Geist Wall betreibt. Die Redaktion von Ollis Abendshow durfte einen Abend lang an einem Kochkurs teilnehmen und hat eine Menge gelernt über die feine Küche. Seien Sie mit dabei, wenn heute in der Abendshow leichte Sommergerichte für die Gartenparty zubereitet werden. Die lange Nacht der Museen oder wenn der kleine Hunger kommt. Erwin P. aus Große Feen hatte seine Gesellenprüfung bestanden. Klar, das musste groß gefeiert werden. Nach 7 Flaschen Bier und einer halben Pulle Korn fuhr er dann noch nach Oldenburg. Was Erwin P. gegen Mitternacht im Oldenburger Schloss gesucht hat, das erfahren Sie heute in Ollis Abendshow. Und außerdem, mit 66 Jahren fängt manchmal auch das Online-Leben erst an. In Farel werden jetzt gezielt PC-Kurse für Senioren angeboten. Mehr erfahren Sie in einem Bericht von Marc-Philipp Schneider, der für Ollis Abendshow online gegangen ist. Das alles und wie immer noch viel, viel mehr heute Abend in der Sendung. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Nach dem ersten Gang stand dann ein Quiz zur Verdauung auf dem Programm. Ja, unser erster Quiz heute Abend. Und zwar handelt es sich hier auch um eine Speise, um Schokolade. Und zwar das Staatsexamen im Schokoladenwesen. Wer den Unterricht stört, wer falsche Antworten absichtlich gibt oder so weiter, und wird des Saales verwiesen und wird zu diesem Staatsexamen nie wieder zugelassen. Wie heißt die Schokolade? Farbige Unterbrechung des Alltags. Lila Pause. Lila Pause, genau. Körperliche Ertüchtigung in früheren Zeiten. Rittersport. Hast du das schon mal mitgemacht? Nein. Lüg mich nicht an, dann halte ich zurück, ja? Ein Phänomen am Abendhimmel. Oben, das ist so mit mehreren Sternen so zusammen. Die Antwort ist Milky Way. Milky Way, gut, jawohl. Nach dem Quiz gab Werner noch Tipps fürs richtige Spaghetti-Kochen. Also ich würde sagen, macht ruhig ein bisschen Öl rein, ein bisschen Salz rein. Und wenn man sie dann abgießt, kalt abspülen und noch ein paar Tropfen Öl dazu, dann kleben sie nicht mehr und dann hat man immer gute Spaghetti. Da würde ich Olivenöl nehmen. Das gesündeste Öl wieder für die Menschheit. Auch wie man Fleisch richtig anbrät, weiß Werner Kropp natürlich ganz genau. Also wenn man zu Hause etwas kurzgebratenes essen möchte, vom Rinderfilet angefangen über Schweinefilet, Filet, Kotelett, Poulade, also vom Geflügel, oder Hase, Reh, Taube, Fasan, solche Sachen, alles kurz gebraten, gibt es nur einen einzigen Weg. Erst im Backofen anstellen, 180 Grad, 190 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze. Dann nehmt ihr eine Pfanne und das Stück Fleisch wird ein bisschen gepfeffert. Anschließend mit Butaris, Butterschmalz oder mit Olivenöl beim Lamm, so wie heute, schön von beiden Seiten angebraten. So Rinderfilet dauert so 12 bis 15 Minuten. Lamm, je nachdem, so wie heute, das reicht dicke 8 bis 10 Minuten. Geflügel ist auch 8 bis 10, 12 Minuten höchstens. Reh und Hase, ihr werdet es kaum glauben, 6 bis 8 Minuten im Backofen ist das fertig. Reh ohne Knochen meine ich jetzt, nicht am Knochen gebraten. Fasan und Taube, 4 bis 5 Minuten, dann ist das Fleisch wunderschön zart. Und ihr werdet immer ein hervorragendes Stück Fleisch haben. Euch wird nie mehr ein Steak oder ein Kotelett oder ein Geflügel, wird euch nie mehr zäh. Backofen an, anbraten, fertig. Und jetzt kommt das Beste. Hat man abends 6 oder 8 Leute und du willst gerne ein schönes Filet essen, bratest du das vormittags an und schiebst das abends in den Backofen. Also man kann doch nicht abends, wenn die Gäste kommen, am Herd stehen und noch braten. Stell dir vor, ihr müsst da Fisch braten, ist ja wohl noch schlimmer. Das brate ich vormittags an und schieb das abends auf einem Backblech in den Backofen. Und schon habt ihr wunderschön alles fertig. Und kein Stress und die Bude riecht nicht nach Fisch oder nach Bratenduft. Für das Hauptgericht ging es dann wieder ab in die Küche. Alufolie wurde mit Butter und Weißwein bestrichen, Rotbarsch, Pangasius, Lachs und frisches Gemüse draufgelegt, mit Gewürzen und Kräutern der Saison abgeschmeckt und zu einem Tortenstück eingeschlagen. Im Backofen wurde das Ganze dann 10 Minuten lang bei 200 Grad fertig gegart.
Beim anschließenden Einnehmen der Mahlzeit philosophierte Werner dann über richtiges Panieren. Wie paniert man? Weiß das jemand? Wie paniert man? Erstmal, wenn ich ein Stück Fleisch flachklopfen möchte, geht das nur zwischen Frischhaltefolie. Peng, 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 peng und schon ist das richtig flach geklopft und zerreißt nicht. Wunderschön, wunderschön. Zuerst wird das Fleisch gepfeffert und gesalzen. Alles, was paniert wird, muss vorher gepfeffert und gesalzen werden. Dann kommt Melieren, das heißt mit Mehl. Mehl bestäuben, schön abklopfen, damit die Poren vom Stück Fleisch dicht sind und damit das Ei besser klebt. Aber ich nehme kein Eigelb, sondern nur Eiweiß. Ich möchte das Stück Fleisch, dass das nach Fleisch schmeckt und nicht nach Ei. Und das machen viele, die panieren das viel zu dick. Und den nehme ich also nur Eiweiß. Das Eigelb lasse ich fürs Frühstücksei, für nächsten Morgen, fürs Rührei. Auch das macht ihr noch falsch. Dann Eiweiß und dann kommt Paniermehl. Und Paniermehl müsst ihr dann kaufen, was so fertig in den Regalen steht, in den Schachteln oder Dingern da, damit euch mal so richtig schlecht wird. Das ist genauso so wie mit dem Parmesan, diesen fertig geriebenen. Das sind alte Rinden, gemahlen, gebleicht mit Geschmacksstoffen und Haltbarkeitsstoffen. Und das verkaufen die euch dann so. Ne, kauft doch Paniermehl beim Bäcker oder macht es selber. Anbraten von beiden Seiten, raus aus der Pfanne, ab in den Backofen. Die Spargelzeit ist ja leider schon vorbei. So, das hätte man also für jeden 5 Schnitzel mal 6 Leute 30 Schnitzel. Das hättet ihr alles am Vormittag schön vorbacken können, in der Pfanne und abends eben für 5 Minuten in den Backofen. Wunderschön zart. Also wenn man mit dem Messer und Gabel zu dem Stück Fleisch hinkommt und möchte es zerschneiden, zerteilt sie das vorher. So zart ist es, glaubt es mir. So isst man ein paniertes Stückchen Fleisch. Nach dem leckeren Parfait der Nachspeise gab es dann noch eine weitere Quizrunde und man saß noch eine ganze Zeit gemütlich beisammen. Gegen Mitternacht endete der Kochabend. Also, liebe Kochschüler, vielen Dank für den Besuch heute. Ich hoffe, dass es euch sehr gefallen hat. Alles das, was wir gekocht haben, habt ihr auch natürlich, wie ich gesehen habe, restlos verzehrt. Wahnsinn. Ich würde mich freuen, wenn ihr etwas Schönes nachkocht zu Hause oder mal wieder hier herzlich willkommen in Werners Kochschule. Dankeschön für den Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ein Kochkurs bei Werner macht richtig Spaß und wirklich jeder kann mitmachen. So ein Abend kostet ca. 60 Euro pro Person, je nachdem, was gekocht wird. Eine halbe Flasche Wein, Mineralwasser und Kaffee sind inklusive. Verschenken Sie doch mal einen Gutschein für die Kochschule, denn Werner Kropp lässt garantiert nichts anbrennen. Alle Rezepte können Sie auf der Homepage www.ollisabendshow.de nachlesen und vor allem nachkochen. Gutes Gelingen wünscht das Team von Ollis Abendshow. An diesem Beitrag hat Marc-Philipp Schneider von O1 mitgearbeitet. Vielen Dank. Ollis Radioshow, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Thank you.